Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Tutorial in der Reihe Quick Tips. Heute zeige ich dir das Schnappschuss- oder Snapshot-Werkzeug. Dazu musst du erstmal dieses Werkzeug einblenden. Das geht über das Menü Ansicht, Studio und dann findet sich hier unten Snapshots. Bei mir liegen die jetzt hier außerhalb des Bildschirmbereiches. Ich ziehe das mal hier mitten auf den Bildschirm, damit ihr eine etwas bessere Übersicht habt. Jetzt erstelle ich mal gerade ein neues Dokument. Ändere noch mal gerade die Hintergrundfarbe. Ich habe das bei mir standardmäßig meistens auf Transparent stehen. Ja, wie das Wort schon sagt, Snapshot oder Schnappschuss, ihr könnt von euren Arbeiten während des gesamten Bearbeitungsverlaufs sogenannte Schnappschüsse erstellen und könnt immer wieder zu diesen Punkten zurückgelangen. Das ist äußerst praktisch, wenn ihr an größeren Projekten arbeitet und sagt, bis zu dem Bearbeitungsstand möchte ich erstmal eine Sicherung machen, und zwar nicht in Form einer einzelnen Datei, die ich dann immer wieder individuell öffnen muss, sondern ich möchte das alles in einer sogenannten, ja, Historie abspeichern mit sogenannten Schnappschüssen. Ich mache dazu einfach mal Folgendes. Ich zeichne mal so ein paar ganz einfache Objekte. Die kopiere ich mir jetzt mal. Jetzt machen wir es mal so. In der Farbe variieren. Und hier so eine Art Schachbrettmuster erstellen. Und stellt euch vor, ihr braucht dieses Muster immer wieder oder ihr wollt wieder zu diesem Bearbeitungsstand zurück. Dann könnt ihr von diesem Bearbeitungsschritt jetzt einen Schnappschuss erstellen. Um den zu erstellen, klickt ihr hier auf das kleine Kamerasymbol mit dem Pluszeichen. Es öffnet sich ein Dialogfenster und in diesem Dialogfenster könnt ihr jetzt individuell einen Namen eingeben oder eben das heutige Datum mit der Uhrzeit stehen lassen. Ich nenne das jetzt einfach mal Schachbrett. Okay. Jetzt taucht das hier unten in dieser Palette auf, als erster Schnappschuss. Und jetzt könnt ihr ganz normal an diesem Dokument weiterarbeiten und sagen, okay, ich möchte jetzt mal die Farbe variieren und sage, dieses Objekt, ich wähle jetzt mal hier alle blauen in der Ebenenpalette aus. Sind sie und ich möchte jetzt hier mal die Farbe variieren, möchte einem Kunden irgendetwas zeigen und sage jetzt, okay, von diesem Objekt möchte ich jetzt wieder einen weiteren Schnappschuss erstellen. Ihr klickt wieder auf die Kamera und ich nenne das jetzt mal Schachbrett Gelb-Grau. Damit habe ich hier schon mal meine ersten beiden Schnappschüsse angelegt. Und was kann ich jetzt mit den anderen Schaltflächen machen? Ich kann zu jedem Schnappschuss zurückkehren. Ich kann jetzt mein erstes Schachbrett nehmen und sagen, zeig mir mal an, was ich in dem Bearbeitungsschritt gemacht habe. Und bin wieder in diesem Bearbeitungsschritt quasi beim gleichen Status. Der andere Schnappschuss bleibt trotz dessen erhalten. Wenn ich den also wieder haben möchte, klicke ich hier drauf und bin in dem nächsten Bearbeitungsschritt oder in dem nächsten Schnappschuss. Dieser Zustand, Bearbeitungszustand, wird quasi fest in der Datei gespeichert. Das finde ich äußerst praktisch. Und was ich noch ganz toll finde, stellt euch einfach vor, ihr macht bestimmte Dinge immer wieder mit leichten Variationen oder Abweichungen. Ihr kennt das von anderen Programmen. Da öffnet man die alte Datei und speichert sie unter einem neuen Namen. Hier gehe ich einfach rein und sage, ich brauche jetzt dieses Schachbrettmuster in einem neuen Dokument. Und damit klicke ich hier rechts auf die Schaltfläche Neues Dokument aus Snapshot erstellen. Und schon habt ihr ein neues Dokument. Hier oben seht ihr jetzt, habe ich zwei noch nicht abgespeicherte Objekte. Und könnt in diesem Objekt ganz frei mit diesem einzelnen Schnappschuss weiterarbeiten. Ihr seht auch hier, es ist kein Schnappschuss in diesem Fall vorhanden. Das war mein heutiger Tipp zu Schnappschüssen oder Snapshots in Affinity Designer. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.